Hallo ihr Lieben, heute ist es endlich soweit. Ich teste die letzte neue Haribo-Sorte bisher von 2017. Ich habe schon 4 neue Haribo-Sorten getestet, die findet ihr alle in dem Kanal. Wisst ihr noch, welche Haribo-Sorten ich getestet habe? Schreibt die mal unten drunter. Das hier ist jetzt die 5. Haribo-Sorte, sie nennt sich Haribo Süßsee. Ist das nicht ein geiler Name? Und weil der Name schon so geil ist, habe ich gedacht, ich kram hier auch mein süßestes Südsee-Hemd heraus, beziehungsweise Hawaii-Hemd. Passend, also wirklich gestylt, gerüstet bin ich jetzt hier für die neue Haribo-Sorte und die sieht wirklich, guckt euch die mal an, ganz, ganz lecker aus. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, in die Zukunft jetzt mal häufiger auf die Zutaten auch drauf zu achten. Und auch die Zutaten hier, Biber, Weingummi, so üblich, Glucose, Sirup, Zucker, Gelatine, Dextrose. Spannend fand ich hier noch. Spirulina ist hier drin, Safflor. Was ist Safflor, habe ich mich gefragt. Safflor ist tatsächlich so eine Pflanze und damit kriegen die blaue Farbe hin. Also wir haben schon ein bisschen was gelernt hier. Rettich ist auch noch drin, Karnabauwachs. Schaut einfach mal ganz kurz hier hinten drauf. Könnt ihr das sehen? Ja, das war jetzt auch zu viel Wissenschaft. Wir wollen jetzt was essen und deswegen reiß ich mal die Tüte auf. So. Ah ja, übrigens ganz interessant. Die sehen jetzt aus wie die Mega-Kalorienbomben, weil die noch so mit Zucker überzogen sind. Haben aber auch nur auf 100 Gramm 336 Kalorien, also so typische Weingummi-Kalorienzahl. Die süße Südsee heißt, dass sie schon mal nicht sauer sind. Mein Gott, bin ich clever, ne? So sind die schön mit Zucker überzogen. Ich finde die weißesten immer am langweilig, ne? Ich weiß nicht, was es sein soll. Banane, Zitrone. Ich bin mal langweilig gestartet, aber schmeckt. Weil, wie gesagt, spannender finde ich hier sowas. Das geht so in die Richtung helles Blau. Ist eine Muschel. Jetzt wollen wir mal gucken, was in der Geschmacksrichtung das so sein mag. Bekomme ich das raus? Schmeckt süß. Ein bisschen säuerlich vielleicht doch. Aber fragt mich mal. Ich könnte es jetzt kein Obst zuordnen. Schmeckt aber. Hört man das Geschmatze eigentlich? Sorry. Ich nehme mal ein bisschen Abstand. Ihr könnt auch mal das Hemd genießen, wenn ich gleich wieder weiter schmatze. Wir wollen mal das Blaue hier austesten. Wir wollen mal schauen. Ich habe heute einen sehr sensiblen Gaumen, muss ich sagen. Und obwohl sie süß ist, denke ich, es schmeckt ein wenig sauer. Aber wirklich ganz wenig sauer. Ganz ehrlich. Wow! Blau hat auch einen irren, hat einen sehr geilen, fantastischen Geschmack. Fantastisch, weil nicht eindeutig zuordnungsbar. Also ich kann jetzt nicht sagen, das schmeckt wie Apfel, Birne, Pflaume oder so. Ihr wisst ja, die Haribo Rätsel Edition war ja auch so mega spannend mit den Sorten erraten. Hier sind es, glaube ich, einfach spannende Fantasiegeschmacksrichtungen. Das macht richtig Spaß. Und ich habe auch schon von 2 Bekannten gehört, dass das deren Lieblingssorte ist. Die Haribo Süße wird von einigen meiner Freunde hier als absolute Lieblingssorte abgefeiert. Ich finde die auch, also ziemlich ausgefallen, muss man mal sagen. Das ist wirklich mal was anderes. Der Name ist cool. Und, boah. Mein lieber Scholli. Also, das Seepferdchen, ja, ein bisschen nach Orange, würde ich sagen. Das schmeckt so ein bisschen nach Orange. Und jetzt testen wir noch einmal, hatte ich die Muschel schon oder hatte ich die nicht? Egal, ich esse noch mal was. Ihr merkt, Zucker macht mich immer so ein bisschen vergesslich. Deswegen musst du aufpassen. Und das Grün erinnert mich an Apfel, eindeutig. Oder? Ja. Eindeutig. Bei grünen denke ich an Apfel. Die Haribo Süßsee. Was würde ich denen für Punkte geben als neues Haribo-Produkt? Ich finde die super interessant, super spannend vom Geschmack. Ich mag die Weingummis. Die sind übrigens vom Bissverhalten weich und nicht hart. Ne? Ganz wichtig. Weich. Man kaut trotzdem etwas länger drauf. Ist ganz, ein ganz spannendes neues Produkt. Auf meiner Lieblingsskala von 1 bis 10
bekommen die hier, meine Güte, das kann man echt lange, Trommelwirbel, von 1 bis 10 bekommt die Haribo Süßsee als Neuerung. 8 Punkte. Die geilste Neuerung vom Haribo fand ich, waren für mich diese Rätsel Edition. Die fand ich wirklich am abgefahrensten. Die fand ich richtig geil. Piratenmix war ganz nice. Schatztruhe und... Jetzt sage ich nichts mehr weiter, weil ich will ja noch... Habt ihr schon die 5 Sorten erraten? Die 5 neuen Haribo-Sorten? Schreibt die mal rein. Vielleicht seid ihr auch so Haribo-Weingummi-verrückt wie der Junkfood-Guru. Schreibt die sonst unten mal rein. Was sind die 5 neuen Sorten? 9 Punkte gibt's für die... Nee, 8. Wir wollen es nicht mehr dran. 8 für die Süßsee. Und nicht mehr. Gebt mir auch noch bitte einen tollen Punkt fürs Abo. Einen Daumen nach oben. Nein, keine Punkte. Einen Daumen nach oben. Ein Abo und ein Kommentar unten drunter. Das waren jetzt auf dem Junkfood-Guru-Kanal alle neuen Haribo-Sorten. Heute ist Freitag. Da habe ich extra für euch jetzt auch fast live gemacht das Video. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und wenn ihr das Video am Montag guckt, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Egal, wann ihr es guckt, Daumen nach oben und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.